Hi Leute, heute wollte ich dich ganz herzlich zum nächsten Potluck, zum nächsten Rohkosttreffen in Würzburg einladen. Und zwar haben viele schon gefragt, ich glaube vor 2 Monaten hatte ich das letzte Treffen gemacht und ja, jetzt im August wollte ich noch eins machen, eben am 12. August, wieder am Main. Also es war das letzte Mal echt schön, waren vielleicht so, ich würde mal sagen, so schon über 25 Leute oder so, wo ich mal durchgezählt habe. Ich habe leider gar keine Bilder gemacht oder irgendwas aufgenommen, gar nicht dran gedacht irgendwie. Ja, aber es war echt schönes Wetter, direkt am Main, sind auf meinen Main reingesprungen, sind am Ende mal zur Festung hochgelaufen, hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Genau. Und ja, war ein echt schöner Tag. Schöner Potluck das letzte Mal. Hat mich sehr gefreut. Und ich denke auch diesmal wird das Wetter bestimmt wieder ganz schön. Warm ist es ja sowieso. Und ja, diesmal ist das Ganze wieder auch am 12. August, Samstag, 13 Uhr. Genau. Die Wegbeschreibung, dazu hatte ich mal ein Video gemacht. Und die Facebook-Gruppe, die findet ihr einfach unten in der Infobox. Genau. Das war's aber eigentlich. Also wenn ihr noch Fragen habt zu dem Potluck, dann schreibt einfach drunter. Eigentlich ist alles in der Veranstaltung beschrieben, in der Facebook-Veranstaltung oder genau hier in der Infobox nochmal genau die Adresse. Ist ganz einfach zu finden. In dem anderen Video zeige ich es euch auch. Da kommt einfach die Bundesstraße. Fahrt ihr direkt ab, könnt da direkt parken, sind immer Parkplätze da eigentlich und abstellen, 1 Minute laufen, genau. Oder wenn ihr mit dem Bus kommt, mit dem öffentlichen, vom Bahnhof könnt ihr mit der Straßenbahn Nummer 4 komplett bis zur Endstation Sanderau fahren, genau. Und dann steigt ihr da aus, dann ist da die S-Oliver Arena und von da aus läuft ihr auch nur 3-4 Minuten höchstens direkt an Main da zum Potluck. Genau, ja, da würde ich mich eben freuen, wenn du dabei bist, wenn du vorbeikommst, genießt das Wetter, tausch dich aus. Genau, und das ist wieder ein ganz einfacher, ich habe es auch in Facebook Fruit Hangout genannt, das ist ein ganz einfaches Treffen. Ihr müsst da nicht großartig was zubereiten, wer will, kann es natürlich machen, aber im Grunde bringt jeder sich selbst oder wer mag, kann teilen, einfach ein paar Früchte mitbringen, Äpfel, Wassermelonen, was gerade Saison ist. Bei uns gibt es jetzt Brombeeren. Genau, werde ich vielleicht ein paar mitbringen. Ja, also ganz einfach, keinen Stress machen. Ihr könnt auch vorbeikommen, wenn ihr nichts dabei habt. So. Einfach sich austauschen, genau. Und da eine schöne Runde entstehen lassen. Das Wetter genießen, genau. Ja, aber das war's soweit. Genau. Und ansonsten noch eine kleine Ankündigung so. Im September wollte ich wieder den Happy Life Kurs starten. Eine zweite Runde, einen zweiten gemeinsamen Start. Erste ist nämlich jetzt schon durch, war sehr schön, auch schönes Feedback bekommen so. Und ja, da wollte ich jetzt eben im September, 4. September, Montag, startet so die zweite Runde. Ein gemeinsamer Starttag. Und die Woche vorher könnt ihr euch anmelden, von Freitag bis Freitag. Und da werde ich dann auch zusätzlich 4 Live-Q&As, wo ihr eure Fragen jeweils zum Start stellen könnt, dann wie es euch nach 1-2 Wochen geht und dann nach der zweiten, dritten Woche geht. Und dann nochmal zum Abschluss eure letzten Fragen so beantworten, wie ihr das Ganze dann weitertragen könnt in euren Alltag. Genau. Und das startet eben im September. Aber ihr könnt euch auch jetzt anmelden noch. Also ihr könnt euch auch jetzt anmelden, wenn ihr sagt, hey, ihr braucht diese Live-Q&As dazu nicht. Dann könnt ihr euch jederzeit einfach so anmelden. Dann findet das Ganze eben ohne Rohkost-Buddy statt. Genau. Aber nächster gemeinsamer Start ist dann eben wieder im September. Genau. Aber wer das eh gerne einfach alleine jetzt durchziehen mag, und gerade motiviert ist, der kann sich eben auch jetzt anmelden. So. Der Link ist auch einfach drunter in der Infobox, also schaut da mal vorbei. Und das Video verlinke ich auch in den Video,
Infokarten oder wie auch immer. Genau. Ja, ansonsten freue ich mich, dich beim Potluck dann zu sehen. Und macht's gut. Bis dann. Genießt das Wetter. Ciao.